Wer sichert sich ein Ticket für Südafrika? Die großen DSDS-Castings sind vorbei. Unzählige Superstar-Anwärter wollten ihr Gesangstalent vor der Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen beweisen. Doch nur die besten Kandidaten halten nach ihrem Casting-Auftritt einen gelben Recall-Zettel in den Händen. Und das bedeutet, ab in den Deutschland-Recall. Hier treffen am 17. März nochmals die Besten der Besten aufeinander und kämpfen um den Einzug in den großen Südafrika-Recall. Diese Kandidaten haben es in den Deutschland-Recall geschafft. Lukas Otte. Trotz Sprachfehler landet Lukas Otte in der ersten Castingshow von Deutschland sucht den Superstar 2018 einen Volltreffer bei der Jury. Mit Keine Maschine von Tim Bensko geht es für Lukas direkt in den Deutschland-Recall. Lukas holt sich trotz Handicap den Recall-Zettel. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Anna-Maria Westphal. Gut gelaunt tritt Anna-Maria Westphal vor die DSDS-Jury. Mit dem Rosenstolz-Song Ich bin ich, wir sind wir versprüht sie positive Energie und schafft es schließlich in den Deutschland-Recall. Anna-Maria sorgt für positive Vibes bei der Jury. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Kevin Jung begeistert die DSDS-Jury mit dem Klassiker Strangers in the Night von Frank Sinatra und zieht in den Deutschland-Recall ein. Noella endlich fehlt, jede Romantik. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Malo Estlatz. Dear Future Husband und eine ausgefallene Regenschirm-Performance überzeugen die Jury genug, um das Experiment Malo Estlatz zu wagen. So sicherte er sich den Recall-Zettel. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Ebru Özbeke mit Vollen von Alicia Keys. Kann DSDS-Kandidatin Ebru Özbeke nur Chefjuror Dieter Bohlen und Caroline Niemczyk überzeugen? Gut, dass Ebru Dieters CD ausgewählt hat und somit knapp im Deutschland-Recall landet. Er weiter dank Jury-Joker Diet. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Cedric Sanko versucht es in der 10. Castingshow von DSDS 2018 mit der Ballade Lie Me Down von Sam Smith und landet einen Volltreffer. Für seinen gefühlvollen Gesang gibt es einen Recall-Zettel. Link, für den Pop-Titan hat Cedric einfach Talent. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Michel Truog mit Quit Playing Games with My Heart und Mercy von singt sich DSDS-Kandidat Michel Truog in die Herzen der Jury. Für seinen Wahnsinnsauftritt gibt es sogar die goldene CD von Pop-Titan Dieter Bohlen. Damit schickt er Michel direkt in den Auslandsrecall nach Südafrika. Für Michel gibt's die goldene CD von Dieter Bohlen. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Anastasia Udot mit viel Ausdruck und Power in der Stimme singt Anastasia Udot den Lady Gaga-Song Juni vor der DSDS-Jury. Dieter Bohlen und Co. schicken sie einstimmig in den Deutschland-Recall. Anastasia zieht die Leute in ihren Bann. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Vera Teubert mit der Ballade Lie Me Down von Sam Smith sorgt die DSDS-Kandidatin Vera Teubert in der 10. Castingshow für einen echten Gänsehautmoment. Mit 4 satten Ja-Stimmen geht es für sie in den Deutschland-Recall. Vera liefert volle 1000% ab. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Sebastian Langusch. Harte Schale, warme Stimme, so lässt sich DSDS-Kandidat Sebastian Langusch ganz gut beschreiben. Mit seinem Auftritt zu Halte ich an mir fest von Revolverheld und Wherever You Will Go von The Cooling singt er sich in die Juryherzen. Damit sichert er sich einen Platz im Deutschland-Recall. Seine warme Stimme kommt an. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Liliane Wolf. Auch wenn sie viel Kritik für ihren Gesang einstecken muss, singt sich Liliane Wolf mit Skyfall von Adele in den Deutschland-Recall von DSDS 2018. Mit ihrer Songauswahl kann Liliane nicht punkten. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Toran Jafari. DSDS-Kandidatin Toran Jafari will die Jury mit Stay von Rihanna feat. Niki Echo überzeugen. Und das gelingt ihr auch. Trotz ihrer schüchternen Performance schafft sie es in den Deutschland-Recall. Bei Toransch passt fast alles. Urheberrecht MGRTLD. Stefan Gregorovius. Scarlett Alenbock. Obwohl sie auf Horrorfilme steht, ist ihr Auftritt alles andere als gruselig.
mit einer Megashow und dem Song You Will Survive von Gloria Gaynor zieht die SDS-Kandidatin Scarlett Darlene Bock in den Deutschland-Recall ein. Für die verrückte Nudel geht's eine Runde weiter. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Dennis Mihai Borowina mit dem Gute-Laune-Song Happy versucht Dennis Mihai Borowina sein Glück bei der DSDS-Jury. Mit Erfolg, denn Dieter Bohlen und Co. schicken den Superstar-Anwärter einstimmig in den Deutschland-Recall. Dennis Mihai macht alle glücklich. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Anna Michael für ihren Casting-Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar, hat Anna Michael sich einen schwierigen Song ausgesucht, Listen von Megastar Beyoncé. Bis auf Pop-Titan Dieter Bohlen ist die Jury begeistert und schickt Anna in den Deutschland-Recall. Sie singt die Beyoncé-Nummer auf den Punkt. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Timotheus Hollweg mit Feuerwerk von Vincent Weiss begeistert der SDS-Kandidat Timotheus Hollweg in der 10. Castingshow von DSDS 2018 Dieter Bohlen und Co. Dafür gibt's am Ende einen Recall-Zettel. Timotheus Hollweg mit Feuerwerk von Vincent Weiss begeistert der SDS-Kandidat Timotheus Hollweg. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Priscilla Forthommel, DSDS-Kandidatin Priscilla Forthommel gibt die Ballade At Last von Etta James zum Besten. Mit ihrer Hammerstimme sorgt sie bei der Jury für Gänsehaut. Dafür gibt's am Ende vier satte Ja-Stimmen und einen Recall-Zettel. Priscilla sorgt für mächtig Gänsepitter. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Mert Chaos räumt in der 9. Castingshow von DSDS 2018 richtig ab. Mit Jealous von Labyrinth und seiner einzigartigen Stimme heimst er viermal Ja ein und schafft es in den Deutschland-Recall. Die Jury findet Merz kraftvolle Stimme, Kass. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Stefani Buligovic mit Over the Rainbow von Jordi Garland hat DSDS-Kandidatin Stefani Buligovic echt was vorgenommen. Doch die dunkle, kraftvolle Stimme der erst 17-Jährigen begeistert Dieter Bohlen, Ella endlich Caroline Niemczyk und Musté auf ganzer Linie. Mit vier fetten Ja-Stimmen geht es für Stefani direkt in den Deutschland-Recall. Dieter findet ihre Stimme Bombe. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius mit ihrer quirligen und lustigen Art kann DSDS-Kandidatin Talia Ay die Juryherzen sofort für sich gewinnen. Und auch mit When We Were Young von Adele kann sie Dieter Bohlen und Co. überzeugen. Die Jury ist sich einig, Talia gehört in den Deutschland-Recall. Talia überrascht die Jury mit ihrer Stimme. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Nico Söcker, DSDS-Kandidat. Nico Söcker ist ein Fan der alten Rock'n'Roller. Doch mit Klassikern wie Jailhouse Rock, Hotel California oder Folsom Prison Blues kann er bei Dieter Bohlen und seinen Jurykollegen nicht landen. Erst mit Ulapalo von Andreas Gabalier klappt's und Nico schafft es mit Hilfe von Jury-Joker Dieter in den Deutschland-Recall. Nico überzeugt mit einer guten Mischung. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Timo Bohlen als Timo Bohlen vor die DSDS-Jury tritt, wirkt er vollkommen unscheinbar. Doch als der Superstar-Anwärter den Gute-Laune-Song Happy von Pharrell Williams anstimmt, staunen Dieter Bohlen und Co. Nicht schlecht. Der Pop-Titan findet seine Stimme irgendwie geil und so zieht Timo mit dreimal Ja in den Deutschland-Recall ein. Bei Timos Performance hat die Jury richtig Spaß. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Adelina Jefkay ganz schüchtern tritt die SDS-Kandidatin Adelina Jefkay vor Dieter Bohlen, Ella endlich Caroline Niemczyk und Musté. Doch trotz aller Nervosität schafft sie es mit Hello von Adele und dank Jury-Joker Dieter in den Deutschland-Recall. Adelina berührt Ella tief in ihrem Herzen. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Philipp Zink. Obwohl der Auftritt von Sonny Boy Philipp Zink nicht perfekt ist, kann er die DSDS-Jury mit Feuerwerk von Vincent Weiss überzeugen. In der 9. Castingshow bekommt er drei Ja-Stimmen und damit auch einen Recall-Zettel. Philipp ist einfach ein cooler Typ. Urheberrecht MGRTLD, Stefan Gregorovius, Mario Tuertak, DSDS-Kandidat. Mario Tuertak bekommt in der 8. Castingshow für Versace on the Floor von Bruno Mars jede Menge Lob.
Dank seiner Soul-Stimme zieht er am Ende in den Deutschland-Recall ein. Mario liefert, volle Kanone, ab Urheberrecht MGRTLD, Stefan, Gregorovius, Ricardo Richters Auftritt zu, Rote Lippen soll man küssen, von Cliff Richards kommt in der 8. Castingshow gut bei der DSDS-Jury an. Der Schausteller zieht das große Los und schafft es in den Deutschland-Recall von DSDS 2018. Ricardo zieht mit Elia das große Los, Urheberrecht MGRTLD, Stefan, Gregorovius, Christian Martius mit Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein, von der Münchner Freiheit beeindruckt Christian Martius die DSDS-Jury in der 8. Castingshow. Besonders Ella endlich ist bei dem Naturburschen hin und weg. Naturbursche Christian schafft's in den Recall, Urheberrecht MGRTLD, Stefan, Gregorovius, Jan Wächter bringt in der 8. Castingshow von DSDS 2018 seinen Glücksbringer, Hasi, mit. Und tatsächlich bringt das Plüschtier Jan Glück. Mit Hey von Andreas Burani schafft er den Einzug in den Deutschland-Recall. Hasi verhilft Jan zum Recall-Glück, Urheberrecht MGRTLD, Stefan, Gregorovius, Mara Quabeck als DSDS-Kandidatin, Mara Quabeck mit einem Schwert vor die Jury tritt, staunen Dieter Bohlen und Co. Nicht schlecht, doch Mara kann mehr als nur Kung-Fu. Ihr Auftritt zu Respekt von Aretha Franklin überzeugt und sie zieht in den Deutschland-Recall ein. Mara kann mehr als nur Kung-Fu, Urheberrecht MGRTLD, Stefan, Gregorovius, Luca Glor mit seiner gefühlvollen Interpretation von Andreas Gabalis Amoy S.E.G., Ma uns wieder, berührt Luca Glor die DSDS-Jury in der 8. Castingshow tief. Dafür gibt es für den Schweizer viermal, ja, und den begehrten Recall-Zettel. Luca zieht die Jury in seinen Bann, Urheberrecht MGRTLD, Stefan, Gregorovius, Esra Akai, Powerfrau Esra Akai zeigt in der 8. Castingshow von DSDS 2018, was für eine Stimme in ihr steckt. Mit Rock Hawaii von Clean Bandit Feat. Annemarie schafft sie es in den Deutschland Recall. Esra ballert mit Rock Hawaii einen raus, Urheberrecht MGRTLD, Stefan, Gregorovius, Ibo Busoli liefert in der 8. Castingshow eine coole RNB-Performance zu Chris Browns Privacy ab.